Wir waren uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion einig, dass dies ein schwerer Schlag in Europa bedeutet, dass wir aber allen Grund haben, Europa nicht schlecht zu reden, sondern Europa dankbar zu sein für die Zeit des Friedens und auch des Wohlstandes. Und wenn die Briten sich entscheiden, Europa zu verlassen, wird Europa trotzdem weiter bestehen. Wir haben jetzt keine Veranlassung, darüber im Detail zu diskutieren, was sich in Europa ändern soll oder nicht, sondern es geht jetzt darum, dass man sich mit den verbleibenden 27 darüber verständigt, wie nun die Austrittsverhandlungen geführt werden sollen und mit den anderen 27 sich darüber verständigt, welche neuen Signale aus Europa heraus gesetzt werden sollen. Und mit starkem Beifall hat die Bundestagsfraktion die Aussage von Kanzlerin Angela Merkel quittiert. Wir werden in diesem Europa weiter die Herausforderungen der Zukunft bestehen.